Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Life in the Woods. Und ist euch schon langweilig? Wir stehen wieder vor der Kuppel. Juhu. Ja, ich habe mir das ganze Dingens ja mal angeguckt von da drüben, von dem großen Berg. Es sieht zwar gut aus mit Beleuchtung, aber leider noch nicht so ganz optimal. Ich hatte es ein bisschen befürchtet, da ja hier die Seiten nicht beleuchtet sind, geht es so ein bisschen unter. Das heißt, da werde ich vermutlich auch Beleuchtungselemente reinsetzen müssen. Vielleicht ist nicht unbedingt so einen ganzen Kreis durch, wäre ein bisschen überzogen, aber in einem gewissen Abstand muss da wahrscheinlich schon was rein für den Gesamtblick. Das bedeutet, wir müssen in den Nether ganz dringend. Machen wir auch gleich. Aber erstmal noch was anderes. Ihr habt mich ja gedrängt, gezwungen, genötigt. Oder einfach nur geschrieben, dass ihr ein Feuerwerk ganz hübsch finden würdet. Und ja, nachdem so viele geschrieben haben, habe ich dann hier auch schon mal eine Anlage gebaut. Die kann man natürlich dann wieder wegnehmen, weil die jetzt ja nicht so wirklich hier dran passt. Hier ganz süß hier mit den Uhren. Musste ich hier nehmen, weil Tageslichtsensoren kann man in der 1.7.10-Version von Minecraft noch nicht invertieren zu Nachtlichtsensoren. Die helfen mir also nicht. Deswegen habe ich jetzt Uhren dran gesetzt. Auch ganz hübsch. Ja. Muss ich natürlich noch mit Feuerwerksraketen füllen, denn hier ist gähnende Leere. Ne, ist auch keiner mehr über. Der Testlauf hat alles aufgefressen. Ja. Und apropos auffressen, hoffentlich frisst uns jetzt keiner im Nether auf. Ich habe schon mal ein zweites Portal gebaut. War auch mal wieder ganz witzig. Ich habe mich in der Abschätzung, in der Abmessung ein bisschen vertan von der Entfernung nach Hause und habe irgendwo in meinem Tunnel ein Portal gebaut und musste dann feststellen, dass ich bei meinem normalen Portal rauskomme, weil keine 1000 Blöcke dazwischen sind. Ja, da war ich natürlich sehr glücklich. Ich hatte gedacht, es wären über 1000 Blöcke, sind es aber nicht. Ich hätte es natürlich vorher ausrechnen können, aber naja. Ihr wisst ja, wie das so ist. Ja, 44 Pfeiler, nehmen wir schon den Bogen in die Hand. Mit dem Schwert tue ich mich immer so ein bisschen schwer im Nether. Ich habe immer Angst, dass ich so einen Pigman verhaue. Deswegen nehmen wir mal lieber, ja, was anderes in die Hand. Weil es mit natürlich einer Spitzhacke auch nicht besser wäre. Ja, deswegen steht das Portal übrigens jetzt hier. Irgendwo da unten. Ich habe noch keine großen Erkundungen gemacht. Ich bin nur einmal kurz im Kreativmodus rein, um zu gucken, ob das da drin zumindest von der Landung her sicher ist. Das mache ich immer so, weil das sonst ein bisschen blöd ist, wenn man dann gleich in Lava liegt oder so. Und es ist sicher, es ist auch nicht weit entfernt. Im Nether sind die Entfernungen ja viel kürzer. Das wisst ihr ja vielleicht. Faktor 8. Das heißt, es ist im Prinzip ganz nah an unserem anderen Portal, obwohl das hier weit entfernt ist. Ja, aber was soll ich das eigentlich alles so in der Theorie hier erklären, wenn wir doch einfach reingehen können? Mal gucken, wie viel Gas das diesmal sind. Ich höre ihn doch schon wieder. Und ich habe ein Feuerzeug dabei. Ja. Röchel mir nicht ins Ohr, es ist verdammt finster hier. Was mich schon mal ein bisschen stört, ist, ich bin hier auf Seelensand. Das heißt, so ein Rückzug, ein schneller, ist nicht möglich. Und hier heult schon wieder irgendwo so ein doofer Gast rum. Was mache ich hier eigentlich? Achso, ich wollte die Erde schon mal holen. Und es ist echt unglaublich, dass man hier den Nether ausleuchten muss. Es ist. So, schauen wir mal. Zum Glück haben wir hier eine schöne Decke drunter. Also hier ist es vielleicht mit den Ghasts nicht ganz so garstig, aber soll ja den Tag und den Abend und so, ne, nicht gemeinsam loben. Jetzt laufen wir nicht alles vor die Nase. Ja, da hinten sollen ja auch so gefährliche Viecher drin sein. Da will ich jetzt auch gar nicht groß nahe rangehen. Denn hier ist ja das, was ich suche. So, Gastalarm, sieht gut aus. Sag mal kurz auf der Karte. Auf der Karte. Danke. Wo wir sind. Wir sind hier an dem Netherportal. Da war das andere. Und dieses ganze, ja, eingezeichnete.
Kreuzchen hier. Das ist die Festung. Das ist ein Gast. Der bitte wo ist? Muss ja irgendwo da oben rumfliegen. Ich will gar nicht wissen, ob... Ah! Grüß dich. Komm mal hoch da. Okay, also doch nicht so viel rumgelaber und schon gar nicht in irgendwelche Atlanten gucken. Her mit dem Zeug. Eigentlich müsste ich es auch gar nicht mit Behutsamkeit abbauen. Ich hau's ja sowieso wieder zu kleinen Teilen, aber ist ja auch vollkommen egal. Hauptsache abhauen, irgendwie. Und schnell. Die begehrten Steine. Könnte sein, dass da welche in die Lava fallen. Ist mir jetzt gerade mal vollkommen egal. Die drei lasse ich da auch hängen. Ach ja, was habe ich wieder nicht dabei? Nicht wahr, Nizi? Die Schaufel. So, das sollten jetzt alle gewesen sein. Jetzt haben wir da hinten noch so eine Traube hängen. Also ich brauche ja viel Glowstone, das ist ja klar. Warum liegt da... Okay. Oh. Bin ich schon erschrocken, aber das Spiel hat kurz etwas gehangen. Das ist ja genau das, was man im Nether auch noch möchte, ne? Jetzt wäre nicht alles schon schlimm genug. Nein, man hat auch noch Hänger im Spiel. Auf jeden Fall ist das eine reiche Glowstone-Ausbeute, wenn ich hier lebend wieder rauskomme. Ich sage mal vorsichtig, wenn. Und damit können wir dann auch echt was anfangen. Also. So, das war's schon. Ja. Ja, diesen komischen Bienenstock würde ich mir ja auch gern mal näher angucken. Aber irgendwie liegt die Befürchtung nahe, dass das dann so ein Einmal und nie wieder ist. Und ich da hoffnungslos drauf gehe. Aber bauen wir mal jetzt mal einen Bogen ab. Die Welt wird schon mal sicherheitshalber gespeichert. Das ist... Ich weiß nicht, ob das jetzt vertrauenserweckend sein soll. Laufen wir doch nicht vor die... Vor die Faust, wollte ich schon sagen. Das kann nämlich gefährlich sein. So, jetzt haben wir den ganzen Kram da aufgesammelt. Na ihr? Da haben wir wieder die Öhrknollen, die kennen wir ja schon. Und ich wollte noch ein bisschen Quarz mitnehmen. Denn ihr habt es ja bestimmt gesehen, ich hatte ja ein bisschen Beschädigungen angerichtet an Atlantis, weil ich ja mit einem Creeper gespielt habe. Und da brauche ich neben Marmor auch ein bisschen Quarz, um das wieder... zu reparieren. So, das ist jetzt leider kein Glück, sondern das ist nur ganz normal eine ganz normale Diamanthacke. Ich werde jetzt schon wieder gierig, ne? Ihr merkt's. Und es hängt. Und es hing richtig. Na, das mit dazu blöd. Warum hängt das denn hier so? Ich will es mich nicht im Nether haben. Das kann natürlich auch sein. Wobei natürlich wieder hier bei dem ganzen Gezuppel, was hier abgeht, kann ich das schon verstehen, dass das Spiel wieder Probleme kriegt. Da hat der blöde Gast reingeschossen. So, da hätten wir auch noch was. Ist auch gut zu erreichen. Man muss es ja nicht immer auf die harte Tour machen. Jetzt hier irgendwo hin.
Ist ja auch noch Festung. Wie besteht das hier alles denn nur aus Festung? Sieht mir nach Sackgasse aus. Ja, und ich weiß, es ist für euch saumäßig dunkel. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Nether vernünftig beleuchten soll. Das ist mit so ein blöder Punkt am Nether. Naja. So, der Ordnung halber und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, gucken wir nochmal, was die andere Richtung zu bieten hätte. Ich glaube, da ist aber nicht so viel. Ja. So kann man da nicht viel auch definieren. Da ist eigentlich gar nichts, außer so einem Pfosten. Ich vermute mal, dass die auch hier total kompakt sind, weil es einfach nur hochgebaut ist. Ja. Sieht so aus. Also kann man dann gut diese Ziegelsteine farmen, ohne sie herstellen zu müssen. Hat ja auch seine Vorteile, aber naja. Okay. Genug rumgenetert. Hier sollte ich dann vielleicht. Vielleicht geht das mal schnell, so die. Ja, ich weiß, Schaufel und so. Jedes Mal. Ich markiere mir das schon mal. Vielleicht kann man das ja hier als weiteren Ausgangspunkt nutzen für andere Nether-Touren. Wobei ich dann lieber, glaube ich, 1000 Blöcke weiterreise und woanders mein Portal aufstelle. Denn zum Beispiel der nächste Glowstone wäre ganz da hinten. Da müsste ich einmal über den Lavasee drüber. Ich weiß nicht, ob ich auf sowas Lust hätte. Ich glaube eher nicht. So, mal gucken, was haben wir denn jetzt so für eine Tageszeit? Mitten in der Nacht. Gut. Das ist jetzt natürlich auch noch schön. Ich hoffe, ich treffe nicht auf irgendwelche Gesellen, die ich nicht haben möchte. Und ich gehe mal aus diesem Krach da raus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so laut hört, aber diese Nether-Portale sind ja sowas von laut. Ja, Kassensturz wollte ich machen. Was haben wir denn? 56 Glowstone haben wir abgebaut. Ja. Ist jetzt gar nicht so schlecht. Und einen Gast erledigt. Ja. Irgendjemand da? Nö, sieht nicht so aus. Das ist schön. Wenigstens mal etwas Positives. So, dann kann ich jetzt noch schweren Herzens den abgebauten Glowstone schon mal zerlegen. Da werden wir dann ein bisschen Schwund haben, denn eigentlich brauchen wir ja vier Glowstone-Staub für so einen Glowstone-Block. Das hier wären jetzt ja 4 mal 5, also 20 Glowstone-Blöcke und mal 4 wären 80, aber 80 werden da jetzt nicht rauskommen, weil manchmal nur 3 oder 2 droppen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, mit Glück kann man es dann nur so hinbiegen, dass immer 4 rauskommen. Keinen Verlust macht, aber ich habe gerade nicht so viele Level zum Zaubern und nach Hause laufen will ich auch nicht. So, wie viel haben wir? 57, das ist erstmal okay. So, dann kann ich jetzt hier noch weitere Blöcke rausschlagen aus der Seite und mit den Carpentersblöcken und gefärbtem Glas ersetzen. Dann müssten auch die Ringe so ein bisschen mitleuchten und vielleicht sieht es dann besser aus als im Testlauf, hoffe ich doch. Dann muss ich auch noch irgendwie die Feuerwerksgeschichte weitermachen, wobei ich zugeben muss, ich habe die im Kreativ gebaut. Also das jetzt alles noch zu besorgen, was ich da brauchen würde, würde ein paar Folgen füllen und da habe ich jetzt keine Lust, mich damit so ewig festzuhalten. Genauso wie die ganzen Feuerwerkssterne, die ich herstellen muss, da ja, müsste ich Farbstoff herstellen, wie blöd, das mache ich nicht. Ihr wisst ja, wie es geht. Pflanzen aus dem Plant Megapack einfach wieder abhauen, aufbauen, abhauen, aufbauen und so weiter und so fort. Ja, das war's dann für heute. Wir waren im Nether und haben wieder einen Gast gesehen, so wie immer. Und ich sage Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.